Ich hätte eigentlich nur Türen, die verriegelt waren, ne? Soweit ich das in Erinnerung habe. Aber Türen, die nicht offen waren. Geht doch hoch, machen wir doch gar keine Tür auf, ne? Hm. Ach, war hier schon? Die ist zu, die Tür. Ich muss den Weg drumherum finden. Warte mal, die Tür vielleicht? Oder was? Hör doch auf zu jaulen, Mensch. Da wäre halt noch eine Tür rein. Die Tür ist ja hier abgeschlossen. Hm. Von der Seite aus geht da was? Eher nicht, ne? Nee, warte mal. Guck mal, ob wir da reinkommen. Ich hoffe, es ist diese Tür dort. So, Moment. War das der Weg zum Truck? Wahrscheinlich muss ich hier so labyrinthmäßig irgendwie da hinkommen. Da muss ich noch ein bisschen weiter rum. Mir kennt sich völlig aus der Puste, wie ich hier mit dem rumrenne. Dann vielleicht hier lang. Aber da ging es nicht nach links, ne? Durchklettern kann ich hier nicht, zufällig. Nee. Okay. Komme ich aber auch nicht lang. Moment. Wie kam ich dann zu dem blauen Truck? Kam ich da um die Ecke? Hier ist gemacht. Sehr schön. Hm. Ist hier sonst noch irgendeine Öffnung? Da geht's nicht weiter. Hem. Irgendwie. Muss es einen Weg dahin geben. Schade, dass ich die Gitter nicht öffnen kann, ne? Ja, ja, beruhig dich. Okay, ich weiß ja, dass du da bist. Meine Ohren, Mensch. Weiter ging's ja nicht rum, ne? Wie komme ich auf den Platz ohne da? Der arme Wolfi. Kann ich ja nichts dafür. Wie kommen wir da jetzt an, hm?
Ja, gerade eben ging das nicht. Okay, gut. Dann habe ich die Tür ja doch gefunden. Ich habe eine Tür gefunden und ich werde sie benutzen. So, gut. Cool, gerade eben hatte ich keine Anzeige. Haben wir das auch geklärt. So. Das ist zu. Ah. Schön. Warte mal, wir könnten mal gerade. Einen schimmligen Riegel fratzen. Aber die geben aber nicht so viel, wa? Trinken hebe ich mir immer noch auf. Die Kaffeetasse ist aber ganz gut. Ketchup-Chips. Ketchup-Chips gehen immer. That'll come in handy. Oh, geil. Apropos. Okay, wir sind ein bisschen durchnässt, aber wir haben kein Leiden. Okay, das ist gut. Nom, nom, nom. Ketchup-Chips hätte ich mal wieder Bock drauf. Oh ja, Pfirsiche. Pfirsiche sind so richtig Pock hier, ne? Eine Dose nehmen wir mit, Erdnussbutter nehmen wir mit und Kaffee auch. Schön. Could end up being useful. Dosenöffner, Pock. Dann haben wir wieder ein bisschen Grundausrüstung. Sehr schön. Streichhölzer sind ganz gut. Die Mikrowelle öffnen. Nix drinne. Nix drinne. Ich warte darauf, dass wir irgendwann einen Kühlschrank öffnen und ist ein Kopf drin, ne? Okay, haben wir schon mal ein bisschen Basic Stuff. Das ist gut. Nee, Zeug. Bett. Wachsamkeit ist ein bisschen runter, aber. Würde mich nicht wundern, wenn hier das Telefon noch klingelt bald. Apropos, ich gucke gleich mal ein bisschen die Klamotten durch, die wir haben. Ich bin sauer, weil ich das nicht aufmachen kann. Gewehrpatrone. Ein paar Socken. Muss da eh einkaufen, nehme ich einmal welche mit. Oha, bringst du mir dann auch welche mit? Schmerzmittel, sehr gut. This stuff will come in handy. Es rangen sich viele Geschichten um das Hochsicherheitsgefängnis von Schwarzwälz. Einige davon sind wahr, andere Legenden und wieder andere heillose Übertreibungen. Aber die Gründung des Gefängnisses ist zweifelsohne eng mit der Geschichte von Großer Bär verwoben. Lokale Gemeinden halten sich fast schon gesetzmäßig von der Vollzugsanstalt fern. Ob das einer vernünftigen Vorsicht oder unvernünftigen Angst geschuldet ist, lässt sich nicht sagen. Es gibt aber auch andere, die behaupten, dass nichts an die Härte des Winters auf Großer Bär heranreicht und sich die Inselbewohner ob ihrer ureigenen Widerstandsfähigkeit sicher fühlen sollten. Sie sind härter als jeder Gefängnis. Sind das so. Okay. Härter als Stahl. Eine für dich und eine für mich. Und dann gibst du mir welche von deinen und ich gebe dir welche von meinen. Dann sind wir happy. Okay. Okay. So, einmal Toilettenwasser. Geil. So, zack. Zack. Ich denke, Liter 60 reicht. Brandbeschleuniger, Karton brauchen wir jetzt eigentlich nicht, sonst Handtuch brauchen wir jetzt auch nicht zerlegen. Thermounterwäsche. Okay, warte mal. Dann machen wir mal kurz einen Check-up, was die Klamotten angeht. Warte mal. Da habe ich gerade nichts Besseres. Ist auch nur noch 9. Prozent durch ein Nest. Da ist es schlechter. Ich würde das tauschen, denke ich. Obwohl, das ist halt wasserdichter, ne? Und der Schutz wäre auch besser. Gut, dann lassen wir das dabei. Lassen wir das dabei. So sockenmäßig. Schuhe können wir auch knicken.
Gut, wenn ich mich ins Bett legen kann. Die Wachsamkeit ein bisschen hochschrauben und die Wärme vor allem, wenn wir hier schon drinnen sind. Schon ein bisschen duster. Es könnte jetzt in der Nacht natürlich viel kälter sein, aber egal. Gut. Jetzt haben wir immer noch unseren Spindschlüssel. Warum? Kriegen wir die Türen denn jetzt hier so auf eigentlich? Nö. Ja, okay, ich höre dich ja. Ich höre dich ja. Was hier schon probiert? Ja. Da geht auch gar nichts. Kurz trinken, ein bisschen. Reicht denn das Verbandszeug? Die Krankenstation. Wir müssen dann irgendwie zur Krankenstation kommen. Wo auch immer die... Finde ich aber gut, dass sie mich gerade nicht angreifen. Das ist keine Tür. Ich weiß gar nicht, warum mir so ein bisschen Ausdauer fehlt. Aber wir haben ja auch kein Leiden und überladen sind wir auch nicht. Es wird sehr stürmisch. Wo soll denn... Klappern tust du trotzdem? Ja, ne? Wie viel wiege ich denn? Aber guck mal, ich habe nur 18 Kilo in meinem Gepäck drin. Von 30 möglichen. Also im Prinzip ist das nicht viel. Ja, wie kommen wir da rein? Lass mich rein! I need to find some way in. Meine... Bisschen hier rumgelaufen und mal geguckt. Hier gibt es keine Tür, oder? Muss irgendeinen anderen Weg hier reingeben. Ich bin alle Türen abgelaufen, ne? Gerade. Okay. Durch die Haupttür auf jeden Fall nicht. Hab schon überlegt, ob hier irgendwo vielleicht Draht oben fehlt, wo wir rüberklettern können, aber da ist auch nichts zu sehen. Das ist... Ich bin doch da gerade alle Türen abgelaufen, oder?
Oder habe ich was übersehen? Moment. Oben rauf kommen wir nicht irgendwie, oder? Warte mal, kommen wir hier durch? Hier müssen wir rein und irgendwie gibt es einen Weg drumherum. Ich hätte fast das Gefühl, um drüber. Aber ich sehe keinen Weg nach oben. Könnte sich doch easy hier hochziehen eigentlich. Haben wir irgendeine Möglichkeit aufs Dach zu kommen? Nicht wirklich, oder? Oh, warte mal, das habe ich hier vorhin gar nicht gesehen. I think I can use this. Oh, das Klärchen. Ich glaube, das war der Spind. Warte mal gerade, ob hier was liegt. So, hier ist nichts. Aha. Ich sehe nichts. Oh Gott. Also doch oben drüber, siehst du? Wusste ich doch. Schön in die Ecken gucken, man weiß ja nie. Apropos in die Ecken. Okay, Kolium. Holz haben wir eigentlich genug. Gehen wir mal rein da. Genau, man weiß es ja nie. Okay, cool. Wir haben alles erreicht. Buch, Wasserreinigungstabletten. Hm. Können wir mitnehmen. Nix. Nix. Wieder nix. Thank goodness. Dann suchen wir mal Medikamente, wa? Gott, sind hier wieder Schubladen. Zu Hilfe. Nö. Nö. Ein Buch. Das wäre eigentlich ganz nice. What have we here? Wenn Aurora passieren würde, dann hätten wir wenigstens ein bisschen Licht, so. Gehen wir jetzt zuerst lang. Okay, das
können wir nicht benutzen, weil wir Krankenzimmer durchsuchen müssen. Allerdings geht's nur hier weiter. Okay. Ja, dann. Eine Memo. Vorarbeiter der roten Schicht. Und wieder einmal fragen wir uns, was genau Murphy treibt, wenn er zu spät zu seiner Schicht kommt. Das ist jetzt schon das 6. Mal diesen Monat. Niemand scheint zu wissen, wo er steckt. Wir wissen nur, dass er sich nicht auf dem Gelände aufhält und zu Fuß statt mit dem LKW unterwegs ist. Angesichts der aktuellen Schichtplanung kann der Wärter keine Disziplinarmaßnahmen verhängen. Daher geht eine Kopie dieses Memos auch an den Arzt, nur für den Fall, dass Murphy medizinische oder psychiatrische Hilfe benötigt. Aber erstmal müssen wir ihn finden. Zuletzt hat man ihn auf dem Weg zum Fluss in der Nähe der blockierten Brücke gesehen, südlich des Gefängnisses. Wir sind uns alle bewusst, was die Isolation hier draußen anrichten kann, aber wir müssen trotzdem unsere Arbeit erledigen. Der Schwarzfeld-Verwaltungsteam. Okay. Danke. Da. Ha, suche nach Hinweisen. Ich kriege sehr viele Nebenquests. Wollte ich nur gesagt haben. Ist hier noch was? Lederschuhe brauche ich jetzt nicht unbedingt für Winter. Eine Tasse habe ich schon.